Der ist doch dünn genug, der passt da 10-mal durch. Der passt doch da einfach 10-mal durch. Warum kann er das nicht aufmachen? Oh, warte mal, da geht's auch noch irgendwo hin. Und warum kann er das Seil nicht mitnehmen, um es der Frau zu geben? Das macht gar keinen Sinn. Wo geht's denn hier hin? Boah, wie schön das hier aussieht. Und wie unsicher das da aussieht. So. Vorsicht! 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 Ja, alles gut, alles gut. Ich bin hier unten, ich lebe. Aber ich komme nie wieder zurück. Na gut, dann hätten wir... Ihn hätten wir jetzt also. Aber das hilft uns momentan relativ wenig. Aber ein neues Seil haben wir. Das ist schon sehr, sehr gut. So, mit dem Jungen, bevor wir jetzt... Na nü. Daran ändern wir momentan noch nichts. Jetzt würde ich gerne... Erstmal ganz kurz noch mit dem Jungen so ein paar Sachen freischalten, bevor ich mit ihr rumlaufe. Gehe ich nochmal ganz kurz zum Boy. So, theoretisch kann er sich auch das Seil holen. Ich weiß nicht genau, ob das so geht, dass er sich das andere Seil holt und sie dafür das Rot-Weiße kriegt. Das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht passiert das automatisch. Das werden wir herausfinden müssen. Jo, armer kleiner Scheißer, du bist ja wieder. So, und es bleibt eigentlich nur noch der Opa. Das kriegen wir doch bestimmt auch noch hin. Cool, dass ihm das jetzt gezeigt wird. Finde ich irgendwie gut. So, okay, jetzt müssen wir nochmal gucken, wo können wir noch irgendwelche Blumenvasen umwerfen. Da müssen wir vielleicht nochmal schauen, irgendwelche Durchgänge, pipapo, hier war ja auch noch eine. Guck mal hier, die hier zum Beispiel. Komisch, dass sie nur so kaputt gehen. Das wundert mich ein bisschen. Nervensäge. Ja. So. 8 von 20. Ja, Kopfblasen. Ich weiß nicht mal, was das heißt. Kopfblasen ist sicherlich nichts Sexuelles. Mit S-E-G-X 6. So. Hier hinten. Das Gebiet ist neu. Und hier ging es, glaube ich, auch hoch. Was war da nochmal? Die Kopfblase von wem? Ah ja, erstmal waren hier zwei Blümchen. Die können wir beide umhauen. Gehen beide auf einmal? Nein. Das ist einfach so ein nerviger Typ, der Kleine. So. Ah, die da unten können wir uns jetzt hier auch holen. Pass auf, die hole ich auch nochmal schnell. Soll mal mit Pürkes unterwegs sind? So, mit der kleinen Nervensäge. Ich glaube, ich nenne ihn nur noch Nervensäge, weil er ist echt eine Nervensäge. So. Ballard. Tag, Oma! So, ganz kurz. Und dann sind wir auch schon wieder weg. Nur auf der Durchreise, nur wieder eine Kopfblase klauen. Kopfblase, komm her! So. Der Junge, der seinen Freunden... Der Junge, der seinen Freunden... denn Gift ins Essen mischte. Es ist Nervensägenboy. So. Der Junge, der jetzt schon weniger Haare hat als ich. Und zwar mit 10. Ganz schlechte Gene. Ganz, ganz schlechte Gene. Gene Roddenberry. So, pass auf. Jetzt, Entschuldigung. Jetzt werfen wir hier einfach alles um, was wir kriegen können. So, das reicht aber nicht. Wir müssen hier drin auch noch was umwerfen. So. Das
drüben ist Hundi und irgendwo da unten dürfte Kollege Schnürschuh sitzen und kommt nicht aus dem. Kommt nicht aus dem Pott. So. Das hier werfen wir auch noch um. Okay, was haben wir da oben? Kriegen wir da was oder kriegt da jemand anders was? Was ist da oben? Ah, alles klar. Es ist Jägermanski Popanski. Coole Aussicht. Wo sind wir denn hier? Kann man das erkennen? Irgendein cooler Balkon beim Turm. Nice. So, sie kriegt hier was, er kriegt hier was. Okay, beide kriegen ihre Kopfblasen. Da drüben hatte sie noch eine Kopfblase, glaube ich, ne? Ja, da muss sie aber auch hin. Er kommt da momentan eh nicht hin. So. Und er... Ich glaube, das Seil kann er eh nicht nehmen. Er kommt A, nicht ans Seil. Und B, müssen wir den Tag mit dem rot-weißen Seil beenden, damit sie am nächsten Tag dann dahin geht, weil anders können wir den Tag ja gar nicht beenden. Also, alles gut, alles tutti. So, und ich glaube, wenn wir den Opa spielen, kommen wir da hinten auch zu den letzten Blumenkästen. Ich glaube, hier sind auch welche beim Haus, ne? Wenn man hier, hier kommen wir ganz zuletzt hin. Da hinten war auch Opa, Opas Kopfblase und hier kommen wir momentan eh noch nicht durch. Das muss Opa uns öffnen. Ich glaube, der letzte Charakter wird die letzten Wege dann freischalten. Und wir selber... Das ist Opas Kopfblase, ja. Wir selber gehen eben mal wieder den Tag beenden. Wir wollten nur so ein paar Sachen umwerfen, mehr können wir nicht machen. Einfach, damit die Mutti da durchkommt. So, Ende des Tages. Wir wissen, was passiert. Es ist nicht so spannend. So. Jo. Gut, ich würde es gerne abbrechen, weil wir haben es schon tausendmal gesehen, aber es geht leider nicht. Wir müssen uns jedes Mal immer das Ende des Tages angucken, glaube ich. Ja, das müssen wir wohl. Ich kann es leider nicht abbrechen. Wir haben es schon gesehen, wir konnten nichts ändern. Ich nutze die Gelegenheit und trinke heimlich was. Er sitzt immer noch da. Ich kann es nicht abbrechen. Wir haben es gerade erst gesehen. Und da hinten ist das Heil. So dramatisch der Unfall ist und so furchtbar die Aussage auch ist, aber so langsam hat man es ja auch mal gelernt, ne? So langsam hat man es mal gesehen. So. Okay, wir spulen zurück. Und die Pakete werden jetzt nicht mehr rumhängen. Der Junge lässt den Drachen steigen. Auch da ist alles gut. So. Schicksalskarte wird neu gemischt. Was wir mit dem Jägersmann machen, weiß ich auch nicht. Weil der müsste ja dann theoretisch auch noch die Medaille kriegen, damit er nicht unten im Stroh landet. Dann hat der auch ein Happy End. So, das Tor ist jetzt offen. Wir haben theoretisch ja kein Seil. Das hält. Das ist winterfest. Wie kann die überhaupt losfahren, ohne das da oben zu sichern? Niemand würde so losfahren. Niemand, hörst du, Frau? Nee, da würde ich auch wenigstens ein paar Mal fahren, also so 20 Mal, bis sie alles weg hat. Ich gehe, nicht wundern, ne, ich gehe ganz kurz in diese Richtung, weil hier haben wir noch eine Kopfblase von ihr. Die würde ich auch gerne noch mitnehmen. 10 von 20 Kopfblasen. So, die haben wir auch. Und dann juckeln wir da vorne hin. Dam, da, dam, bam, bam. Und da oben müsste gleich noch ein Bläschen von ihr sein. So, da kommen wir jetzt auch hin. Der Junge hat alles platt gemacht. Vielen Dank, kleiner Bub. Ich weiß gar nicht, warum hier alles zu ist. Guck mal, so ein wunderschönes Blumenfeld.
Ich glaube, wir kriegen immer ein Achievement, wenn wir alle seine Kopf. Ne? Ich glaube, wir kriegen immer ein Achievement, wenn jemand alle seine Kopfblasen gesammelt hat. Das wollte ich gerade aussagen und war unfähig, mich auszudrücken. So, 12 von 20. Sie hat noch nicht alle ihre Kopfblasen. Da vorne ist noch eine. Und draußen ist auch noch eine. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, die war vom Jäger. Bin mir gerade nicht sicher. So. Na, Zeit für einen Neuanfang. Okay, sie hat alle Kopfblasen. Ich guck nochmal ganz kurz. Sie kann ja hier hinten schauen, was los ist. Hallo? Hey, kleiner Wolf. Was denn los? Hm? Ja, oh, wer ist denn da? Ist der runtergefallen? Das ist mir aber relativ Wurst. Ciao. Sehr mitfühlend. Sehr liebevoll und zärtlich. So, dafür mal ein Seil. Mehr braucht man nicht. Dem Jäger will sie nicht helfen, weil sie liebt Tiere. Sie möchte das nicht unterstützen, was er da macht. Und von ihr aus kann er da auch bleiben. Oh, oh, der Opa muss auf den Friedhof. Also er wird nicht selber jetzt... Der wird sich jetzt nicht selber da einbuddeln gehen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, der hat da vielleicht einen lieben Menschen. Lieben? Was ist denn los? Hey, Mann, hey. Nanü? Ach, hätten wir mit dem Seil helfen können? Nee. Tut mir leid, Kleiner. Da muss das Härchen selber durch. Doch bisher schon mal ganz gut aus. Wie kommen die Steine? Was? Ernsthaft? Ernsthaft? WTF. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Also wir könnten das Seil natürlich, mit dem Seil können wir ihn natürlich hochholen. Ne, auch von seinem Demise da unten. Aber andererseits, wir gucken mal, dass der Hund vielleicht gar nicht erst mitspringt, weil er gar nicht erst da runterfällt. Wir spulen wieder zurück. Wie gemein das mit dem Hund ist. Ich meine, wir können das jetzt natürlich machen und das dann zeigen, aber das dauert dann so Ewigkeiten. Da müssen wir den ganzen Tag von ihm noch durchleben. Das heißt, wir müssen den Vogel noch... Oh nein, den müssen wir jetzt ja eh nochmal, ne? Ich hoffe nicht. Doch. Wir müssen. Oh nein. Oh nein. Nicht schon wieder. Also einen Tag finde ich eigentlich am nervigsten. Probieren wir mal. Schauen wir mal, dass wir hier ganz gut durchkommen. Einigermaßen. So, alles klar. Abfeuern. Okay. Oh, clever. Clever gelöst. Cool. Oh, ich hab gerade die Befürchtung gehabt, entweder, ich dachte gerade, die Playstation geht aus. Und dann die erste Befürchtung war, oh nein, nicht alles normal. Und dann war meine Befürchtung, wieso geht die Playstation jetzt aus? So, jetzt kommen wir durch, ne? Ja, Wunderbärchen. Halt, bevor wir hier durchgehen, das ist der Tag beenden, glaube ich, ne? Genau, das wollen wir noch nicht. Wir wollen natürlich auch erstmal Kopfblasen einsammeln. Also erstmal würde ich sagen, wieso kann man denn hier eigentlich nicht... Da würde ich schon gerne... Ach, die hätten wir wahrscheinlich öffnen können. Hätten wir ihnen hochgeholfen, oder? Ich glaube, dann hätten wir die öffnen können. Wenn wir ihn mit dem Seil hochgezogen hätten, dann wäre das Tor bestimmt... Hätten wir das Tor bestimmt aufmachen können. Ich weiß nicht, ob dahinter noch was liegt. Ich hoffe mal nicht. So. Und ich hoffe, ich vergesse bei ihm keine Kopfblasen. Nicht, dass da irgendwo noch welche rumliegen. Aber wir haben ja eh noch den Opertag vor uns. Da können wir eh nochmal schauen.
So, im Schatten meines Vaters. Alles klar. Ja, und genau das ist, glaube ich, auch sein Problem, dass er immer im Schatten seines Vaters ist. So, das da oben haben wir. Ich glaube, die Kopfblasen hat er soweit auch. Vorne ist noch der Opa. Dann beenden wir den Tag jetzt so, dass der Hund nicht mitlaufen muss. So. Oh, auch die Vögelchen. Die sind so süß, die sind so putzig. Ach, guck mal hier. Und jetzt vertragen sie sich, nachdem er 50 Mal auf den Vogel geschossen hat. So, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Ja, sehr gut. Oh, Vogelhäuschen, was? Oh, wie süß. Der ist ja doch nett. Der kann nett sein. Aber die Frage bleibt, was ist mit Opa? Wie kommt der jetzt ins Spiel? Was hat der zu tun? Was ist seine Story? Was ist seine Message? Es reicht immer noch nicht. Ja, und er klingt langsam ein wenig frustriert, glaube ich. Traurig, sauer, enttäuscht. Wieso klappt das nicht? Ja, ja, das ist die Frage. Ich ahne, warum es nicht klappt. Na, da bin ich mal gespannt. Ich meine, theoretisch hatten wir jetzt schon dreimal das Szenario, dass sie lebt, aber trotzdem ist sie dann nicht mehr da. Aber vielleicht, ja, sind wir mal ganz ehrlich, nur weil wir die Bilder ändern oder sonst irgendwas oder die Erinnerung zurückspulen, ich weiß nicht genau, was wir da zurückspulen, es scheint ja nicht wirklich die Realität zu sein, oder? Ich weiß es nicht. Installationshinweis. Warum fährt er denn nicht langsam? Warum fährt er nicht langsam? Wenn es da so runterschüttet, warum tritt er aufs Gas? Du bist schuld. Der Blitz schlug aber auch genau neben das Auto ein, vielleicht. Ja. Vielleicht war es da einfach unausweichlich und er weiß jetzt zumindest, warum es nicht funktioniert. Ein Riss. Draußen ist jetzt ein Riss am Himmel erschienen. Du kannst mir doch nicht sagen, dass das die Realität ist, die langsam zerfällt. Er ist hier definitiv nicht in der Realität. Guck mal hier. Also ich gehe mal überall. Überall sind Risse erschienen hier am Himmel.
Und du siehst ja über die Erinnerung und sowas, ich gehe ganz stark davon aus, dass er gestorben ist, nicht sie.